Hallo und herzlich willkommen zurück zu We Happy Few. Ja, ich weiß auch nicht, warum ich das immer so bescheuert betone, aber ey. Okay, wir waren ja stehen geblieben bei Sallys Geschichte und wir müssen ganz darunter die sonderbaren Schwestern. Und da soll ich irgendeine Leiche untersuchen. Warte mal, ich muss jetzt eh, wenn ich hier rausgehe, glaube ich, das Outfit ändern. Wenn ich mich nicht irre, ja. Genau. Dann machen wir das auch gleich, bevor wir nämlich noch Ärger bekommen. So. Und jetzt irgendwo hier war doch auch... Okay, ich dachte gerade, das ruckelt, aber... Ich glaube, das ist generell irgendwie bei We Happy Few, so wie es halt ist. Und irgendwo hier soll eine Leiche liegen. Warte mal. Finde ich die? Ach, hier. Hey, Sovereign. Und Mrs. Marleys Brief. Ach ja, aber die Aufnahme startet ja super. Gleich mit einem Brief. Liebster Archie. Ich bezweifle, dass du das hier je lesen wirst, mein Schatz. Aber falls doch, verzeih mir bitte. Ich weiß, dass ich auf die vierte Geschmacksrichtung warten sollte, aber ich konnte nicht mehr. Das Erbrechen war schon schlimm genug. Aber dann kam die Erinnerung zurück. Sie schrien förmlich täglich, den ganzen Tag lang. Ich höre es immer noch da draußen, aber es ist still. Wenn man ein bisschen mit ihnen redet, werden sie leise. Obwohl man weiß, dass man sie anlügt und sie wissen es auch. Es ist eine Geisterstadt da draußen. Die Straßen sind voller Geister. Die meisten von ihnen sind Freunde. Aber es gibt kaum etwas zu essen. Ich hatte gehofft, noch länger etwas von meinem Geld zu haben, aber ich bewahre es in einem Safe auf und habe den Schlüssel verloren. Du magst mich als törichte Frau belächeln, aber ich habe seit Tagen nichts gegessen. Ich glaube, wenn es mir gelingt, den Safe aufs Dach zu hieven, kann ich ihn aus Straßenpflaster fallen lassen. Mit ein wenig Glück wird er aufspringen. Ich wünschte, du wärst hier, um zu helfen. Du bist mechanisch doch so geschickt. Und ich sehe gerade, wir haben ja noch zwei andere. Zu nahe. Verdammt, das war haarscharf. Der General darf es nicht, der General darf es nicht erfahren. Niemand darf es erfahren. Aber vor allem er nicht. Weil ich weiß nicht warum. Ich habe einfach ein schlechtes Gefühl. Er hält mich ohnehin für seine Freundin oder Frau oder so. Er hat Gwen gehört. Oh mein Gott, ich dachte, es wäre vorbei. Ich habe ihm Vergessenheit gegeben und viele andere lustige Dinge. Ich habe ihn zum Tanzen gebracht, was ihn normalerweise ablenkt, aber bei ihm weiß man nie. Er ist wie ein verdammter Güterzug. Er entgleist nicht so leicht, aber er sollte sich nicht erinnern, außer es gab irgendeine unerwartete Drogeninteraktion. Wenn es einen Gott gibt, wird er sich nicht erinnern, aber wenn es einen Gott gäbe, wäre ich nicht in dieser Lage. Kein Gott wäre so kleinlich. Aua, ich frage mich, was er mir gegeben hat. Keine Schmerztabletten, so viel steht fest. Arthur. Ach du meine Güte. Jetzt bin ich mal gespannt, was sie denn so über Arthur sagt. Ich habe Arthur auf der Straße getroffen. Er sieht noch genauso aus wie früher. Er sah schon immer ein wenig formell aus mit seiner dicken, schwarzen Je suis un homme sérieux Brille. Selbst an heißen Tagen ließ er nach der Schule seine Jacke an. Aber jetzt ist er in seine Haut reingewachsen und sieht toll aus. Ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Ich habe ihn offenbar beleidigt. Das ist immer leicht. Ich dachte, er würde mir den Kopf abreißen. Was sollte ich seinem Vater sagen? Nein, du bist mehr oder weniger mein Stiefvater. Das wäre bestimmt prima angekommen. Verdammt, was hat Arthur vor? Er verfolgt wieder irgendeinen hanebüchenen Plan. Er wird noch draufgehen dabei. Eigentlich wollte ich unbedingt sagen, Hilfe, ich habe ein verdammtes Baby, aber er war so gallig, dass ich nur stammeln konnte. Tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid, ich will dir helfen. Wer weiß, ob er überhaupt was davon gehört hat. Ich muss ihn finden, wenn wir zusammen sind, sind wir unaufhaltsam. Arthur und Sally, Sir Galahad und Nimue, die zwei Musketiere. Vielleicht wäre er an einem anderen Tag zur Vernunft gekommen. Er sagte, er säße oft auf den alten Schaukeln und dächte nach, im Garden District. Man kann über unsere Hungersdiät ja sagen, was man will, aber wenigstens rauchen wir alle nicht mehr. Er würde mir helfen. Er würde sich aufregen, aber letztendlich würde er helfen. Er kann nicht anders. Er ist zu anständig, wenn ich es ihm nur gesagt hätte. Aber ich kann ihm vertrauen. Leute ändern sich mit Ausnahme von mir. Ich bleibe immer gleich. Ich wünschte, Gwen wäre seine Tochter. Dann wäre sie mit Sicherheit intelligent und hätte nichts Böses. Not a very well-made safe, is it? Nein, das nicht, aber ich nehme mal hier das Zeug alles mit. Geld, 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 Geld. Toll. Jede Münze einzeln. Das ist immer effektiv.
Und jetzt haben wir hier noch. Baby needs stone soup, eh? Hat keiner gesehen. Sehr gut. Quest abgeschlossen. jetzt gucken wir mal noch kurz. Ne, ich habe keine Fähigkeitspunkte oder so. Ne, null. Fein. Na, ich renne jetzt einfach mal darüber. Und dann gucken wir mal. Hey, Johannes Bären. Fingerhut? Was? Das habe ich bisher noch nie gesammelt, oder? Naja. Where are the Americans? Where are the Russians? Tja, die haben euch alle im Stich gelassen. Jetzt gehen wir aber mal so Richtung den Schwestern. Also, hier, Hexen und so. Ich hoffe, wir müssen die jetzt nicht wieder hier gegen irgendjemanden kämpfen, der übersinnliche Kräfte hat oder sowas, weil das muss echt nicht sein. Sag mal, ist mein Herz... Nee, ist nicht runtergegangen, oder? Ich glaube nicht. Ich beobachte das mal. Nicht, dass ich... Warte. Ah, falscher Taste. Da wollte ich hin. Ich habe jetzt keine Probleme hier irgendwie, oder? Warte mal. Mutterliebe. Verletzt. Geringer erlittener Schaden. Verletzt. Mensch. Kann ich da irgendwas machen? Antiseptikum. Ein Verband. Verband? Nee. Antiseptischer? Ne. Heilbalsam. Keine Ahnung. Also. Ich weiß nicht so genau, was dein Problem ist. Weib. Wie dem auch sei. Wir gehen jetzt auf jeden Fall zu den Mädels. Machen wir Teeparty oder so. Und dann gucken wir, dass wir Sally ebenfalls aus dieser Stadt rausbekommen. Mitsamt ihrem Kind natürlich. Ich meine, ohne geht auch, aber wäre jetzt nicht so toll. Fingerhut nehme ich mal mit, weil davon habe ich bisher noch gar keine gesammelt. Naja. Lalala. Hey, da vorne ist eine Hütte. Eine Hütte, ein Haus. Oder eine Hausruine. Vielleicht finden wir hier irgendwas. Können ja mal so ein bisschen rumschauen. Okay, der ist nicht krank oder so. Okay, also. Da kommen wir hier. Ja, da kommen wir hoch. Niedrige Kommode. Ja, Dietrich ist nicht schlecht. Der hat doch Lederfetzen. Das hat er angezeigt. Okay. Ach, hier haben wir auch noch was. Nochmal mechanische Teile und ein Schirm. Ja, fein. Ich habe bis jetzt nur Schirme noch im Moment. Also an Waffen. Das finde ich nicht gut. Ey. Wieso unerlaubtes Betreten? Ich war doch noch gar nicht da. Was ist eigentlich, wenn ich die herlocke? Hä? Warum hat das nicht gereicht? Verstehe ich nicht. Wieso hat das nicht gereicht? Warum ist der nicht gestorben? Was ist das denn? Ich meine, es war jetzt klar, es war jetzt nur ein Versuch, aber... Verstehe ich es nicht so ganz. Blute für mich. Immer schön. Aua! Also aufhören, anzugreifen, während ich deinen Freund schlage. Aua, jetzt hat er zweimal zugeschlagen, der Drecksack. Ja, das ist jetzt nicht so gut gelaufen, muss ich zugeben. Sag mal, habe ich keine bessere Waffe als diesen blöden Drecksschirm? Nee, natürlich nicht. Mach mal die Waffe weg. Ja, wir haben ja offenes Feld, was bedeutet, wir kommen so oder so von denen weg. Aber das ärgert mich schon so ein bisschen, muss ich sagen. Also, dass ich nur diesen Kackschirm habe, der macht halt echt keinen Schaden, dieser Scheiß. Na, egal, ist jetzt nicht tragisch, aber trotzdem ärgert es mich. Ja, können wir gleich mal Heilbalsam erstellen, weil ich habe nämlich keine mehr. Ich wieder 3 Stück erkostet. Ich hoffe, dass ich mich jetzt nicht großartig heilen muss in dieser Zeit. Ja, aber ich habe auch gar nicht so viel Zeit mit dem Kitty, ne? Sonst heult er es nämlich wieder.
Ach, so Lampe. La la la, und auf den Berg. Hey Mädels! Tis time. Tis time. She comes. Hello? Nimue? Vivienne, more girls? How do they do that? All hail, Sally Boyle, mistress of alchemy. All hail, Mistress Boyle, who knows the secret of maternity. All hail, Mistress Boyle, who seeks the other shore. I keep forgetting. You know my secret. This potion will help your daughter sleep. She won't get hungry as quickly. I don't know that I believe in magic. What else is left to believe in? The potion isn't magic. It's herbalism. Your mum knew herbs pretty well, didn't she? Yes. Especially what you can do with foxglove. In fact, I came here for some ingredients I need for some... Well, drugs. Have you tested magic and proved it wanting? Or have you simply assumed that what you don't understand can't be true? I suppose I haven't tested it. Then do this, if you like. We place our sacrifices in a chest in the wilds. I'll put the place on your map. Put some bricks in the chest and say this prayer. Bricks? See what comes of it, and then return. But... about my ingredients. We'll help you with what you want, but first, learn what you need. You don't even know what that is. Before the learner attains wisdom, the teacher has the right to give several tasks. Several? That's how it works, yes? All right. When will I see you three again? When you know what is unknown. Anon! Anon! Okay, da haben wir die drei Hexen kennengelernt. Interessant. Das ist mir sowas von egal, ob die jetzt eine frische Windel braucht oder nicht. Ich habe dafür jetzt echt keine Zeit. Muss ich jetzt mal so sagen. Muss das jetzt hier erst fertig machen. Ah, hoffnungslos. Ich weiß gar nicht, Ziegel. Nee, aber ich glaube, Ziegel habe ich nicht. Oder? Warte mal, lass mich mal kurz gucken. Die Puppe vom Verrückten holen. Ja, jetzt nicht. Hier, Hoffnungstruhe, die Truhe der Hexen finden. Alles klar, dann gehen wir da mal hin. Oh, hier ist eine Hütte. Guck mal, hier ist jemand, wie es aussieht. Oh, wieder solche Penner. Ja, ich habe halt leider auch kein Gift. Also keine Giftspritzen. Das heißt, ich kann die auch nicht irgendwie heimlich ausschalten oder so. Hey, Grabungsstelle. Was greifst du mich jetzt an? Ich habe doch nur die Grabungsstelle. Ich habe doch halt... doch der Leiche überhaupt nichts getan. Das war doch nur ein Zettel. Komm wieder runter. Was? Ich hab meinen Hund nicht gegessen. Hey! Das ist eine Unterstellung. Das war ich nicht. Och nö. Ich hab ja nur eine Scheißwaffe. Was soll ich denn machen? Jetzt muss ich wieder gegen zwei so komische Hanswurste da kämpfen. Warte mal, habe ich denn irgendwie Gift oder sowas, was ich da benutzen kann? Warte mal, lass mich jetzt hier erstmal gucken. Da hat es kostet 10, das kostet auch 10, das kostet 5. Trage mehr Gewicht. Handwerke. Gefertigte Waffen und Zerstäuber verlieren ihre Wirkung halb so schnell. Finde ausgefallene Beute. Reuterkunde, heile besser. Oh, verdammt, das hätte ich vielleicht machen sollen. Na, egal. Ja, ich muss die da töten. Das werde ich nicht so leicht schaffen. Das wird jetzt wieder so ein richtiges Ding. Aber es sind da auch noch drei. Aber vielleicht kann ich auch einfach hinlaufen und das kurz machen. Ohne, dass die mich gleich erwischen. Jetzt warte mal, seltsames Fleisch. Nee, wir trinken aber mal was. Und zu essen haben wir nur eine Kartoffel. Reicht schon. Kein Hunger mehr. Achso, warte mal. Ich kann ja auch. Kann ich denn nicht? Warte mal. Absturzspitze. Glasflaschen.
Ye shall not suffer a wish to live. You won't intimidate me with that. Ye shall not suffer a wish to live. Der kommt alleine. Das ist ja nice. So, Nummer 1. Nummer 2. Ja, mit der Waffe dauert das leider, weil die absolut keinen Schaden macht. Geblockt. Ey. Das habe ich genau gemerkt. Oh, ins Gesicht. Und nochmal getroffen. Nochmal. Nochmal. Ey. Der schuckt immer. Okay, geblockt. Und zack. Komm her. Genau. Immer schön reinlaufen. Das ist gut. Also gegen einen geht's, weil einen halt nicht noch von hinten jemand angreift in der Zeit. Okay. Zack, da wollte er mich wieder schucken, ne? Ah, der ist tot. Sehr schön. Jetzt können wir mal die Waffe. Die Waffe mitnehmen? Denn den. Ah, wo ist denn die Waffe? Hat er. Ernsthaft? Der hatte doch eine Waffe in der Hand. Ach, verdammt nochmal. Jetzt muss ich weiter mit dem blöden Schirm kämpfen. Warte mal, jetzt gehen wir mal hier hin. Machen es so. Ich muss die besiegen, verdammt nochmal. Komm her, du alleine reichst. Ach, scheiße. Leute! Finde ich gar nicht gut. Ich bräuchte halt irgendwas, um den einen irgendwie so auszuschalten für eine Zeit lang, sozusagen. Ja. Sehr gut. Der hat geblockt. Ach Mann, das ist doch nicht wahr. Oh, das ist halt immer so einer zu viel einfach, wenn zwei da sind. Ja, wie soll ich denn immer alle gleichzeitig machen? Hallo, Block. Einfach die ganze Zeit blocken und nur angreifen, wenn es geht. Der hat geblockt. Den habe ich getroffen. Ach, komm, mein blöder kleiner Penner. Ja, ist gut. Komm wieder runter. So eine Scheiße, ne? Oh, das ist halt echt nervig, wenn du keine anständige Waffe hast. Ja, komm wieder runter. Oh, hör doch auf, die ganze Zeit zu blocken, Mann. Okay. War ein bisschen Glück dabei, dass das funktioniert hat. Okay. Ah, oh, jetzt haut er wieder zweimal zu, der Penner. Du brauchst gar nicht rumschucken, du Penner. Oh. Warum musste der ausgerechnet jetzt zweimal angreifen? Hä? Was war das jetzt? Komm schon. Aua, Alter, komm mal wieder runter, Mann. Ja, scheiße. Ich sterb wahrscheinlich, weil ich es nicht rechtzeitig schaffe, mir jetzt einen Heilbalsam herzustellen. Stirb. Oh, warte, schnell. Aber ich kann keinen herstellen. Ich kann doch keinen herstellen. Ich habe keinen Scheiß. Ach, das ist doch nicht wahr, Alter. Ach, halt's Maul. Oh, du blödes Drecksweib. Warte mal, was ist, wenn ich schnell reise? Hilft das vielleicht? Hä? Okay, ich kann nicht schnell reisen. Es funktioniert nicht. Eine Babymilch bringt mir leider nichts. Ja, geil. Ich kann dieses Sterben leider nicht mehr verhindern, weil ich hier nichts herstellen kann. Ich kann mal probieren, ob ich noch was essen, ob das hilft. Nee, das hilft natürlich auch nicht. Oh, Mann, ist das ätzend, ne, mit diesem Heilbalsam. Ah ja, das müssen wir nochmal machen. Sorry, aber es ist halt mit dieser Kackwaffe echt beschissen. Also, die macht absolut keinen Schaden.
dann, du kannst ja nicht auch nicht die ganze Zeit nur blocken. Ja, komm, Schnauze.